Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Max und heute gibt es ein neues Video von mir. Diesmal, vielleicht erkennt es der ein oder andere schon, mit einem Gameplay von Battlefield Hardline. Genauer gesagt, mit einem Gameplay auf den neuen Maps von Battlefield Hardline. Denn gestern kam um 14 Uhr passend spielbar dann das neue DLC mit dem Titel Getaway. Zu Deutsch dann Flucht. Ja? Und ich habe mir das natürlich installiert. Ich wusste aber anfangs gar nicht, dass ich Battlefield Hardline überhaupt noch auf der Festplatte habe. Und warum? Das erzähle ich euch gleich noch. Ja, gestern also kam das neue DLC und hier seht ihr schon mal ein paar Ausschnitte aus der Karte Diversion oder zu Deutsch Ablenkung. Da möchte ich auch gleich nochmal was dazu sagen, denn ich finde es einfach nur schrecklich, was für eingedeutschte Namen man immer bei EA für die Battlefield oder auch jetzt hier Hardline-Karten wählt. Ich stelle die euch nämlich jetzt mal vor. Es gibt insgesamt 4 neue Karten im DLC. Eine davon heißt Train Dodge. Klingt auf Englisch erstmal echt cool. Die deutsche Übersetzung heißt dann Vorsicht Zug. Ja, gut, verstehe ich, wenn man so ein Schild ans Bahngleis stellt, ne, da sind ja dann auch immer Gefahren, wenn so ein Zug vorbeifährt. Weiß jetzt nicht, ob man nicht vielleicht auch einen coolen Namen hätte finden können in der deutschen Übersetzung. Aber grundsätzlich kennt jeder das Problem. Pacific Highway, eine weitere Karte, die gibt es gleich zu sehen. Übrigens meine Lieblingskarte, gehe ich dann auch nochmal drauf ein. Dann gibt es eine Karte, die heißt Double Cross, also Doppelspiel. Würde ich auch noch gelten lassen. Und wie gesagt, Diversion, die ihr hier gerade seht. Diversion ist eine große Flutanlage, die sozusagen gebaut ist. Oder ja, wenn zum Beispiel eine Flutkatastrophe ist oder es zu Überflutung kommt, dass hier das gesamte Wasser durchgeleitet wird. Und hier gibt es so riesen Turbinenanlagen und riesige Tore, die man schließen kann. Da muss ich mal nochmal schauen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, hier einen Levolution auszuwählen oder zu betätigen, dass vielleicht eine riesige Flutwelle durch das ganze Areal durchströmt. Ansonsten muss ich sagen, wie immer sind die Maps in Hardline sehr schön. Ich finde, Battlefield Hardline hat in der gesamten Battlefield-Reihe mit die schönsten Maps. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht arbeiten in den Studios dort einfach Leute, die einen riesigen Hang zu Details und einfach auch gewisser Schönheit haben. Das kann ich nicht genau sagen. Aber auch rein gameplay-technisch finde ich die Maps ziemlich gut gestaltet. Es gibt halt viele Höhenunterschiede, es ist halt einfach eine sehr interessante Geografie auf diesen Karten und deswegen gefallen sie mir auch eigentlich so gut. Hier seht ihr übrigens die Karte Pacific Highway, die hat man auch in der deutschen Übersetzung dann einfach Pacific Highway belassen und das finde ich auch gut so. Vielleicht sollte man die Karten einfach gar nicht übersetzen. Ich glaube, die klingen im Englischen einfach viel besser. Aber davon wollen wir jetzt gar nicht mal so viel reden. Hier gibt es übrigens auf der Karte einen schönen Leuchtturm, wo ihr hier mal schauen könnt. Da kann man auch hochklettern, hat eine sehr schöne Möglichkeit, dann einfach ein bisschen mehr die Karte zu überblicken. Ich finde es halt einfach ein sehr schönes Setting, gerade hier auf dieser Karte. Die ist sehr sonnig gestaltet und hat halt viel Wald und Lodge-Atmosphäre und ist halt einfach ein sehr schönes Feeling hier zu spielen, wie ich finde. Ja, zu den weiteren Inhalten möchte ich nur kurz nochmal was sagen. Es gibt natürlich einen neuen Spielmodus, der heißt Capture the Bag. Ich weiß nicht genau, worum es da geht, aber wenn man es jetzt vom Titel ableitet, könnte es einfach damit zu tun haben, dass man jetzt einen Sack klauen muss. Einen alten Sack vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Modus, den man dann eben, wie der Titel des DLC schon sagt, im Fluchtmodus spielen kann. Also vielleicht interessante Verfolgungsjagden oder so. Ich denke, diese Karte würde das auf alle Fälle hergeben. Leider konnte ich keinen Server finden, auf dem dieser Modus gespielt wurde. Ziemlich schade, aber vielleicht habe ich in den nächsten Tagen nochmal Glück. Dann gibt es natürlich neue Achievements und Trophäen. Es gibt 15 neue Waffentarnungen und auch neue Fahrzeuglackierungen. Ist jetzt für mich nicht so wirklich interessant, weil ich grundsätzlich nicht so ein Spieler bin, der was freischaltet. Außerdem gibt es neue Fahrzeuge. Hier seht ihr übrigens, verfolge ich gerade einen von den neuen Sportwagen, die es halt gibt. Unter anderem seht ihr am Ende des Videos auch nochmal einen Nissan Skyline, den man dann fahren kann. Eigentlich ziemlich cool.
Und damit hat das Spiel natürlich auch wieder was so von Need for Speed. Also gerade auch, weil diese Map Pacific Highway auch an ein Need for Speed erinnert. Also mich jedenfalls. So, dann gibt es hier noch die Karte Double Cross. Doppelspiel ist eine Karte, die an der mexikanisch-amerikanischen Grenze spielt. Und hier ist ziemlich viel Platz. Und es macht auch Spaß, diese Karte zu erkunden. Also hier gibt es halt eine alte Kirche und diese Grenzstation und echt viel Möglichkeit, auch Deckung zu nutzen. Ja, was mir halt wirklich sehr gut gefällt. Ihr solltet es auf alle Fälle mal ausprobieren. Im Allgemeinen finde ich es sowieso sehr schade, dass Battlefield Hardline so wenig gespielt wird. Woran das liegt, ich weiß es eigentlich gar nicht. Wir haben gestern Abend im Teamspeak noch so eine Diskussion gehabt, wo es dann hieß, ja, aber Hardline, das funktioniert nicht so gut und das ist so viel Gekämpfe und das ist gar kein richtiges Battlefield. Aber das muss es ja auch eigentlich gar nicht sein. Also meiner Meinung nach ist es hauptsächlich wichtig, dass das Spiel und das Setting des Spiels Spaß macht und dass das Spiel funktioniert. Und ich kann jetzt nicht nachvollziehen, dass das Spiel nicht funktioniert. Also wenn ich mich ein bisschen eingespielt habe, dann treffe ich die Gegner und dann fallen die auch um. Nicht immer, aber immer öfter. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich jetzt nicht der beste Spieler bin. Ich bin halt ein Gelegenheitsspieler und so spiele ich dann auch. Ja, aber wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, dann läuft das eigentlich ziemlich gut. Und es macht eigentlich auch Spaß, mit den Autos rumzufahren. Da brauche ich nicht unbedingt einen Panzer. Ja? Optisch sind die Karten sehr schick und rein technisch funktioniert Hardline ziemlich gut. Für mich macht es es daher auch zu einem besseren Spiel als jedes Call of Duty, was momentan spielbar ist oder noch gespielt wird. Wenn da jemand von euch anderer Meinung ist, dann bin ich gespannt. Schreibt mir einen Kommentar dazu. Also grundsätzlich bin ich halt etwas traurig, dass Hardline so wenig gespielt wird. Denn das Spiel macht Spaß und es funktioniert auch ziemlich gut. Es kommt halt drauf an, welchen Modus man spielt, aber da kann man sicherlich was finden. Klar, auf den meisten Servern wird Hotwire gespielt, ist für mich auch mal was zur Abwechslung, aber an sich auch jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich stundenlang spielen. Es wird mir dann doch zu langweilig. Ja? Ich habe lieber dann richtige Feuerduelle, Feuergefechte. Das macht mir persönlich halt einfach mehr Spaß. Und die Karten bieten halt einfach unglaublich viel Platz im Gegensatz zu Call of Duty Karten. Und ich muss halt sagen, für mich läuft Battlefield Hardline einfach besser als ein Call of Duty, zumal eben die Engine von Call of Duty langsam in die Jahre kommt und auch ziemlich stark an der Performance zieht. Hardline kann ich fast auf Ultra spielen und ich habe immer noch 80 Frames und da muss ich einfach sagen, ist das für mich allein schon mal ein technischer Grund, warum ich dann vielleicht lieber Hardline spiele. Mich würde mal interessieren, was denkst du darüber? Wie gefällt dir Battlefield Hardline? Hast du das Spiel überhaupt gespielt oder hast du ihm grundsätzlich gar keine Chance gegeben? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kann man darüber auch nochmal unter dem Video diskutieren. Ich denke, ich werde auf alle Fälle noch ein bisschen Hardline spielen. Vielleicht findet sich auch der ein oder andere Mitspieler, denn wie ich ja schon in anderen Videos erwähnte, mir ist es wichtig, im Team zu spielen und da halt einfach auch gemeinsam irgendwie Aktionen zu machen, denn das macht mir persönlich am meisten Spaß. Ich wollte einfach nur ein kleines Video dazu machen und sag danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal, lasst mir einen Daumen da, falls euch das Video gefallen hat und wenn nicht, dann lasst es halt bleiben. Das war's, ich bin raus, tschüss, bis dann.